Bedram Shaya. Ja, hallo, schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Für mich ist es was Besonderes, in Leipzig zu sprechen. Ich habe Leipzig zum ersten Mal so richtig kennengelernt im Jahre 2004, als sich hier zehntausende Menschen versammelt hatten gegen die sogenannte Agenda 2010, gegen dieses neoliberale Verarmungsprogramm der damaligen rot-grünen Regierung. Und ich fühlte mich damals schon hier an einem besonderen Ort, in der Stadt, wo 89 diese wunderbare, große, friedliche Revolution begann. Ihr seid die Stadt, die die Geschichte hat, die Geschichte von einem Aufschrei gegen Ungerechtigkeit. Und es ist eine Geschichte, auf die ihr stolz sein könnt. Und auf die andere Großstädte, diese Geschichte sollten sie mit Demut huldigen. Und auch euer Platz ist wunderschön. Ich habe diesen Platz bis jetzt aus Videos gekannt. Das bei YouTube, habe mir das angeschaut. Und heute bin ich hier und finde es wirklich toll, dass ihr jetzt zum achten Mal hier mit mehreren hundert Leuten steht und diese Mahnwache veranstaltet. Das ist großartig. Diese Plätze in dieser Form gibt es jetzt in 60 Städten in Deutschland. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist eine gute, hoffnungsvolle Zeichen, dass viele Menschen nicht mehr bereit sind, die Verhältnisse so zu ertragen. Einfach zu gucken, während wir eine Kriegspolitik erleben. Und ihr habt jetzt schon viel bewegt. Diese Mahnwachen haben jetzt schon hunderte, wenn nicht tausende Menschen auf Plätzen zusammengebracht. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns vernetzt, wir haben Freundschaften geschlossen. Aber insbesondere im Netz, im Internet, erleben wir eine gigantische Politisierung. Hier sind es Zehntausende, die miteinander diskutieren, die sich austauschen. Das ist eine Art Aufwachen. Und Lars Mehrholz hat mir gesagt, ich verstehe die Mahnwache in Berlin als einen Wecker. Dieser Wecker funktioniert ganz gut. Viele Menschen wachen auf und engagieren sich. Darüber hinaus habt ihr auch andere Gruppen bewegt, die ein bisschen vielleicht lahm waren, die vielleicht sich nicht getraut haben. Heute findet in Berlin ein großes Bündnistreffen von älteren friedenspolitischen Gruppen statt und sie werden in 2 Wochen wahrscheinlich zu einer größten Demonstration in Berlin aufrufen. Das ist auch ein tolles Signal. Das ist auch gut, wenn andere Gruppen jetzt mobilisieren. Wir werden und sollten zusammenarbeiten mit anderen friedenspolitischen Gruppen suchen für eine vereinigte Friedensbewegung. Es gab ja auch viel Kritik an den Mahnwachen. Ich möchte kurz auf diese Kritik eingehen. Sicher, es gab komische Sätze, die mal von Bühnen gesagt worden sind. Es gab Personen auf den Bühnen, die ich jetzt nicht für besonders integer halte. Aber ist das ein Grund, all diese Mahnwachen als rechts oder völkisch zu bezeichnen? Da sage ich diesen Leuten, schaut her, schaut nach Leipzig, schaut, was für eine Energie hier ist. Das hat mit rechts oder völkisch oder irgendwas nichts zu tun. Wenn das Sie auch in Berlin, das ist die Stimme des Humanismus. Das ist eine humanistische Stimme. Wir sagen, unsere Nation ist der Mensch. Unsere Zielgruppe ist der Mensch. Wir sind Teil einer globalen Bewegung. Wir haben globale Forderungen für Frieden und soziale Rechte. Global, weltweit und zwar für alle und von unten. Wer das sieht und auch noch als rechts bezeichnet, auch das ist die Sprache der Mahnwache, was ich hier sage. Wer das sieht und als rechts bezeichnet, der begeht eine politische Verleumdung. Unsere Bewegung ist so wichtig in diesen Tagen. Wir erleben eine ausufernde Kriegspolitik. Wir erleben, wie Großmächte aufeinander klaffen, wo Militärhaushalte überall in die Höhe gezogen werden. Wir erleben eine Weltordnung des Krieges, statt das, was sie uns nach 89 versprochen haben. Wir erleben eine Welt, wo die Ausbeutung immer schlimmer wird, wo hunderte Millionen unsinnig leiden müssen, während diese Welt so reich ist. Deswegen sind wir wichtige Teil einer langsamen Revolte für eine andere, humanistische und progressive Weltgesellschaft. Diese Stimme in der Humanität ist so wichtig in dieser Welt, die von Barbarei regiert wird.
sicher, diese Diffamierung hat nicht funktioniert. Wir werden mehr. Wir lassen uns nicht so kaputt machen. Es gibt sogar eine Trotzreaktion. Uns schreiben viele Leute an und sagen, das lasse ich mir nicht gefallen, dass ich hier so bezeichnet werde. Mir geht es genauso. Wir sind auch Snowdens Kinder. Snowden wurde auch gejagt. Wir sind auch Assange-Kinder, der von WikiLeaks. Auch er wurde gejagt. Aber wir haben zwei Papas. Man kann mit zwei Papas auch gut aufwachsen. Wir sind Kinder von Snowden und Assange. Und wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir machen weiter, trotz alledem und jetzt erst recht. Das Besondere an unseren Mahnwachen ist, dass wir die Frage des Friedens mit sozialen und ökonomischen Fragen zusammengebracht haben. Und das ist wichtig. Wir haben über Finanzsystem begonnen zu sprechen. Das ist sehr wichtig. Aber wir sollten hier auch sensibel sein. Und ich möchte jetzt kurz auf ein paar kritischen Fragen eingehen. Ja, Schulden und Zinseszins sind ein großes Problem. Vor allem für Länder des globalen Südens. Die Länder der sogenannten Dritte Welt, des globalen Südens, werden seit Jahrzehnten durch Schulden und Zinsen erdrückt und erwürgt. Deswegen brauchen wir einen Schuldenerlass für diese Länder und zwar sofort. Aber auch die Länder, die auch viele Orte, die so zum westlichen Welt gehört haben, auch da ist diese Krise angekommen. Ich habe einen Vortrag gehört von einem David Graeber, der war Aktivist der Occupy Wall Street in den USA. Er hat erzählt, dass er ungefähr schätzt, dass man amerikanischen Normalhaushalten, also jetzt nicht die Reichen, sondern das, was man als Mittelklasse falscherweise bezeichnet, das ist keine Mittelklasse, das sind normale Leute, die nicht irgendwie zu den Reichen gehören, dass von diesen Normalhaushalten inzwischen ungefähr ein Drittel über Verschuldung und Zinsen direkt an den Wall Street geht. Das ist ein Riesenproblem. Wir brauchen eine Entschuldung. Das ist eine richtige Forderung. Und eine wichtige Forderung. Und wir brauchen eine Kritik des finanzmarktdominierten Kapitalismus. Das ist, was auch die Occupy Wall Street gemacht hat. Hier sind Menschen wie wir, Aktivistinnen, aber auch Leute, die vorher nicht politisch aktiv waren, in das Herz der Westen gegangen, nach Wall Street, haben diese Straße blockiert. Gegen die Diktatur der Finanzmärkte, für eine echte Demokratie. Aber wir sollten uns auch bewusst sein vor einem Problem. Denn die Kritik der Finanzmärkte hat auch eine andere Geschichte. Es gibt auch eine dunkle Erzählung in Kritik der Finanzmärkte. Das haben nämlich die Nazis der 20er Jahre betrieben. Sie haben auch antikapitalistisch daher geredet, aber letztlich die wirklich barbarischen Kräfte des Kapitalismus richtig den Bahn geöffnet. In Zeiten der Krise kann auch die Barbarei eine Lösung werden. Das haben wir in der Menschheitsgeschichte oft erlebt. Und die Nazis haben die Finanzmärkte in einer Weise kritisiert, die wir abweisen sollten. Sie haben unterschieden zwischen einem schlimmen, raffenden Kapital und einem guten, schaffenden Kapital, während das Raffende immer jüdisch war und das Schaffende immer deutsch. Das ist natürlich Blödsinn, weil sie hängen zusammen. Finanzmärkte und Kapitalismus gehören zusammen. Das ist genau das Problem, dass das Finanzsystem zu einer Verschärfung von kapitalistischen Dynamiken geführt hat. Aber diese dunkle Erzählung ist tatsächlich gefährlich. Wer von jüdischen Finanz spricht, der die Welt beherrscht, der landet bei einem eliminatorischen Antisemitismus. Eine gefährliche Ideologie, die was Besonderes Deutsches auch ist, der hier mal mehrheitsfähig wurde und zum Holocaust geführt hat. Also wir sollten sensibel sein in unserer Kritik und die dunkle Erzählung von uns fernhalten und bekämpfen. Wenn jemand anfängt von Rothschilds zu reden, sage ich sofort Stopp. Wenn jemand über eine Elite spricht, aber jüdische Namen nennt, diese Person misstrauisch. Wir brauchen einen wirklich analytischen und progressiven Kapitalismuskritik. Das Weltsystem sind nicht ein paar Familien mit jüdischen Namen. Weil solche Geschichten, das sind gute Nachtgeschichten für Kinderzimmer mit braunen Bettdecken. Kapitalismus. Kapitalismus ist eine Maschine. Das Finanzsystem
liegt völlig personalanonymen Steuerung. Das sind Hedgefonds, institutionelle Anleger, die diese Kapitalströme lenken. Ja, das ist wirklich schlimm. Meine Cousine hat in City of London gearbeitet. Sie hat aufgehört. Sie meinte, das ist eine Bestie. Aber wir müssen einen klaren, progressiven Antikapitalismus formulieren. Wir müssen über Eigentumsverhältnisse sprechen. Wie kann man diesen globalen Eigentum demokratisch kontrollieren, um soziale Rechte weltweit gewährleisten? Das ist möglich und dafür stehen wir heute hier. Eine progressive Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland muss sich vor allem Nationalismen auch hüten. Damit meine ich jetzt nicht das DFB-Trikot bei der Weltmeisterschaft, ich trage sie auch. Es geht darum, dass die nationale Antwort auf die Krise in Deutschland nur barbarisch sein kann. Wir leben in einem Land, der als Teil von NATO weltweit imperial agiert und wirtschaftlich als Großmacht gerade Südeuropa zerstört und Vorreiter ist in einem neoliberalen Modell weltweit. Die Menschen im globalen Süden müssen ein wichtiger Bezugspunkt sein für unsere Arbeit, für unsere Kritik. Das sind diejenigen, die seit Jahrhunderten vom westlichen Regierungen und Kapitalisten ausgebeutet werden. Wir müssen ein Chor werden mit den Stimmen auf dem Taksimplatz in Istanbul, auf dem Tahrirplatz in Kairo, mit den Menschen auf dem Syntagmaplatz in Athen, auf Plaza del Sol in Madrid. Mit dieser globalen Revolte für soziale Rechte, für eine friedliche Welt, müssen wir einen Chor werden. Ich möchte zum Schluss drei konkrete Vorschläge machen, wie wir mit unseren Bewegungen der Mahnwachen weitermachen können, wie wir uns weiterentwickeln können. Erstens, ich glaube, wir haben was Tolles geschafft auf den Plätzen. Ich freue mich auch auf jeden Montag. Montag war ja immer so ein Tag, naja, ging die Woche los, aber jetzt freuen wir uns drauf. Das ist toll. Wir treffen uns. Das ist der Platz. Das ist die Idee einer wirklichen Demokratie. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die antike Demokratie hat so funktioniert. Die alten Griechen haben sich auf dem Platz gesammelt. So entstand die Idee der Polis, die Idee der Politik, kam genau so zustande, dass man zusammenkommt, miteinander spricht. Und wir haben das Internet. Was da abgeht gerade, ist irre. Ja, also wer noch nicht im Facebook ist, tut es bitte. Ja? Ja, das sind Facebook-Revolten, die wir erleben. Ich mag diese Firma nicht. Aber das ist ein Instrument, mit dem wir auch politisch arbeiten können. Aber ich glaube, wir brauchen mehr als Internet und einen Platz. Wir sollten uns auch in der Woche treffen. Wir sollten uns auch in der Woche organisieren. Der Platz sollte eher mehr und mehr zum Ort werden, wo die verschiedenen Initiativen, die im Alltag auch zusammen sind, sich organisieren, sich engagieren, sich hier zusammenkommen und austauschen. Die Mahnwachen sind eine Art Wecker. Der Platz ist die wirkliche demokratische Politik von unten. Aber ich denke, wir sollten weitergehen. Ich denke, wir sollten überlegen, wie wir zum Sand im System werden, der Kriegswirtschaft, wie wir sie wirklich stören können. Ich denke, wir sollten über zivilen Ungehorsam nachdenken. Lass uns gucken, ob Heckler und Koch oder andere Rüstungskonzerne in Leipzig vielleicht eine Filiale haben. Oder andere Schweineunternehmen, die sich mit besonders ausbeuterischen Praktiken sozusagen Ruhm geschaffen haben. Lass uns sie besuchen. Lass uns sie stören. Werden wir zum Sand im Getriebe. Und letzter Vorschlag. Im Herbst diesen Jahres gibt es in Frankfurt ein Treffen besonderer Art. Wir reden viel vom FED. Ich finde das richtig, aber es reicht nicht. Wir müssen über die EZB reden, die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank ist die wichtigste Institution, eine der wichtigsten Institutionen von kapitalistischen Organisationen und Steuerung in Europa. Sie sind ganz konkret verantwortlich
für die desaströse Politik in Südeuropa, die hunderttausende Menschen die Existenzen geraubt hat, in die Verzweiflung gestürzt hat. Diese EZB möchte im Herbst diesen Jahres einen neuen Hochhaus eröffnen, ein neues Zuhause. Und auf diesem Treffen erwarten sie viele Staatschefs, viele Banker. Ich war schon zweimal in Frankfurt, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Wir haben dagegen demonstriert, aber dieses Jahr wird es was ganz Besonderes, weil wir diesen Tower eröffnen wollen. Fahren wir hin. Machen wir diese Party zu unserer Party. Setzen wir ein Zeichen der Solidarität mit Menschen in Südeuropa, die unter Politik dieser EZB so gelitten haben. Solidarität mit Menschen in Griechenland und Spanien heißt Chaos nach Frankfurt für die EZB. Vielen Dank.